Ja, mein Name ist Paul Schlader, ich bin Schwimmlehrer mit Leib und Seele und das schon seit meiner Pädagzeit. Wie ist das Schwimmen eigentlich in die Wiege gelegt worden? Wir haben zu Hause einen wunderschönen Teich und da war es von Haus aus einmal notwendig, dass man schwimmen lernt. Und vor 15 Jahren habe ich noch die Ausbildung zum Rettungsschwimmer gemacht und ein Jahr später dann gleich die Ausbildung zum Rettungsschwimmlehrer gemacht. Und das war bei mir eigentlich vorprogrammiert. Das klingt jetzt vielleicht so, wie wenn das gezwungen war, aber ich bin auch mit Leib und Seele dabei und es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Schwimmen selber würde ich beginnen, die Schwimmkurse mit 4, 5, 6, 7 Jahren. Es gibt immer mehr Schwimmbäder zu Hause, private. Und trotzdem erkennt man doch den Trend, dass die Schwimmkenntnisse nicht mehr werden, im Gegenteil, sondern eher weniger. Und aus dem Grund ist es umso wichtiger, dass die Kinder ordentlich schwimmen können, dass sie in der Hinsicht sicher unterwegs sind. So, wenn zu Hause ein Schwimmbad ist, ist unbedingt notwendig von den Erziehungsberechtigten, dass sie draufschauen. Und da gibt es den sogenannten stillen Tod, das heißt, die Kinder, die ertrinken, die mögen sie nicht, die schreien nicht und deswegen ist es umso wichtiger, dass man immer Auge drauf hat. Und deswegen empfehlen sie auf jeden Fall einen Schwimmkurs zu besuchen, wo die Kinder von Grund auf die Schwimmen lernen mit den Fähigkeiten, die zu Hause noch dann unter Aufsicht geübt wird, damit wirklich dieser Sport, und das ist ein wunderschöner Sport, die Kinder eine Riesenfreude haben.